Herzlich willkommen zur 145. Folge 27. Schön, dass ihr mit dabei seid. Da kommt ein Zug an. Der bringt uns 211.000. Sehr schön. Und fährt mit 1,9 wieder zurück. Da kommt ein Zug an mit 928. Das ist natürlich nichts. Macht aber trotzdem schon seine 220.000. Ne? Also er macht sein Geld. Das ist doch schon mal mega. Aber wir haben hier 10.000 Leute. 10.000 Leute zum Entwickler. Wie sieht das am Entwickler aus? Aber guck mal, der Entwickler kommt hier an. Puff, 234.000. Der macht ordentlich miese. Boah, hier kommt gerade einiges an. Post an, hier kommt ein Westmünsterländer an. Alter, hier ist gerade richtig. Richtig Paddy. Pop, pop. 11.000 haben wir letzten Monat gemacht. Diesen Monat liegen wir bei 100. Förderung sieht gut aus, die Einnahmen sieht gut aus. So, und da kommen wir jetzt hin. So, jetzt sind alle durch hier. 8.000. Gut, also das heißt, wir haben da kommt auch noch mal Post an. 500, 500, 500, 500. Kraftwerk Buchholz. Ach, das Buchholzer Kraftwerk hat jetzt schon was. So, die Frage ist, wie bekommen wir am besten zu den Kraftwerken und all sowas? So, also Entwickler 1,9. Um 200.000. Ah, guck mal an, da kommt shit gut. Auch shit gut. Oh ne, das sind Leere, die vom Kraftwerk wiederkommen. Erzeugung 156, 33%. So, Fernheizkraftwerke, die Kohle brauchen. Zwei Stück, Opa zockt, Dagobert.
Wie kommt man da am besten ran? So, Dagobert hier. Oh, Dagobert hier. Da oben. Oben das so. Kraftwerk. Wo ist das Heizkraftwerk? Das war's. Nee. Oh, stopp, 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 stopp. Das ist hier. Am besten aus der zweiten Reihe. Wir haben ja hier oben auch noch welche. Wir bauen aus der zweiten Reihe hoch. Und gehen nach darüber drüber. 6, 6. So, da kommen. Das sind die beiden fürs Kraftwerk. Ja, machen wir das so. Das ist jetzt der Dagoberta. Diesmal habe ich es gemerkt. So, hiermit müssen wir jetzt ganz hoch. Bis nach dahin. Ich muss mal ganz kurz was gucken nochmal. So, du prügelst das hier eigentlich schon relativ gut weg. Poster 56. So, wir müssen noch mal überlegen, wie wir hier Passagiere ranbekommen. Aber ich denke mal, das kriegen die eigentlich ganz gut hin. So, wir wollten da vor runter gehen. Das heißt also, wir gehen dann hier vorne vorweg.
Weg ist doch schon relativ lang, ne? Bringt das hier? Da kommt einer, da kommt noch einer. Näherer, das sind volle, das sind die beiden. Ach, guck mal, das sind die beiden Näheren, die jetzt auch da hochfahren. Und da haben wir, glaube ich, sogar noch zwei Stück stehen. Tausend brauchen die, um da wieder aufhören zu produzieren zu können müssen. Das ist okay so. Wieso? Wieso? Nicht. Jetzt haben wir es aber. So. Gut, 600.000. Millionen. Das ist doch was, womit man arbeiten kann. Das ist doch jetzt wieder ein zu viel gewesen, ne? Wieso hat er da jetzt auf einmal ganz kurz abgebrochen? Dann fahren wir mal weiter Richtung Dagobert. Sind auf einem guten Weg. Ist natürlich nur die Frage, inwieweit wollen wir Dagobert jetzt hier beschränken? Warum ist es hier so hoch? Warum sind hier so viele?
Okay, nee. War alles gut, war alles gut. Geh mal nach hier unten rein. Mal ganz kurz hier was wegmachen. Update. So, warte mal, da ist das Umspannwerk drin. Gibt es Hochspannungsleitungen? Die man im Untergrund bauen kann? Nee. Das gibt es nicht. Aber so kommen wir hier raus. So kommen wir aus der Arbeit mit dem Hochspannungsleitung raus. Okay. Erstlagerplatz. Ach so, alles da. Hatte Dagobert noch irgendwas? Wir haben hier noch den Markt. Da noch den Markt. Der ist auf. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz in den Untergrund. Das hier scheinen die. Die Marktdinger zu sein. Was? Pleuelstange wegraum. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir gehen auf der 53, 54 in Untergrund. Das hier ist die 53 und das hier ist die 54. Da gehen wir hin. So.
So, damit haben wir nämlich die Möglichkeit, Signal. Den Markt. Und das Heizkraftwerk anzuliefern. Güter Dagobert. Ich vermute mal, das wird jetzt oben eine Haltestelle umbenannt haben. Hat's nicht. Okay. Das ist gut. Dann. Können wir das einmal so machen? Runter, wir brauchen hier Auswahl. Pling. So, haben wir den Untergrund fertig. Da muss noch so einer hin. Dann brauchen wir noch. Die Oberleitung. Ach so, und jetzt haben wir. Haben wir natürlich wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Ach, damit. Und dort sind alle unterwegs. Also es steigt auf jeden Fall. Das heißt, mit vier Zügen sind wir da nicht relativ gut. So, leer, leer. Voll, 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 voll. Sind ja noch ein leer. Überall seid leer. Ach so, seid wahrscheinlich ihr hier, ja. Ihr bringt da nochmal 1,6 hin. Aber jetzt kommen die ganzen vollen Züge da hinten angefahren. So. Alles schwarz, alles schwarz, alles schwarz, alles schwarz. Die Güterkohlekraftwerk-Dings. Nur die 4, 5, 6 noch nicht, weil das sind die auch, die deutlich weitere Wege haben. Aber das sollten wir eigentlich zeitnah hinbekommen. So, der Entwickler macht sich jetzt hier ziemlich, ziemlich rar. Mit 9000 Leuten, also eigentlich müssten wir da höchstwahrscheinlich noch einen zweiten. Ne, da haben wir schon einen zweiten auf. Da bräuchte man höchstwahrscheinlich noch einen dritten. Das ist ein bisschen Münzländer. Jawohl. Also ich denke mal, Sealand, das hält sich relativ gut. Münsterländer, das hält sich nicht auch relativ gut. Wie viel bringst du mit an Gode?
ich denke mal, wenn das sind mal 8, 16, 24, 32.000, 400.000 Betriebsgewinn, dann soll das eigentlich passen. Aber wir brauchen eigentlich noch einen neuen Zug. Ach, guck mal, hier kommt auch noch einer. 880er. Aber hier, 340.000 macht der allein der Zug hier. Passt. Hier 160.000 noch. Also ich denke mal, da werden wir uns mit der Riesenbauaktion noch gerade so retten. Wobei da haben wir auch mehr ausgegeben. Also ich denke mal, eine gute Million können wir einplanen. Und außerdem. Ja gut, dem Jahr. 1,9 Millionen Betriebsgewinn. Ja, damit kann man wenigstens wieder arbeiten. Und eigentlich, also von unten müssten jetzt im nächsten Monat wahrscheinlich. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier kommen gleich 3 Stück auf den Schlag. 4 Stück auf den Schlag. Da kommt auch noch einer. Und ihr seid ja hier hinten wahrscheinlich relativ. Es geht sogar. Okay, da kam der nächste an. Betriebsgewinn. Da kommt der nächste an. Noch mehr Betriebsgewinn. Nächster an. Entwickler. 1100 Leute. Puff. Wieder was rein. Jetzt geht es alles auf Sealand. Wieder Betriebsgewinn. Ja, guck mal hier, Bruttogewinn 370.000. Da kommt der nächste an. Wieder Betriebsgewinn. Das heißt, können wir sogar die 1,9 Millionen bestätigen? Das wäre natürlich mega. Gut, aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.